die neuen Wasserstandsmeldungen aus Lötz an der Peene. Aufgrund des Klimawandels fallen die Flüsse trocken. In einigen Tagen konnte ich hier noch bequem lang gehen. Jetzt ist der Ibitzbach über die Ufer getreten. Eine Parkbank, an der man sich gleich die Füße waschen kann. Die Stege zu den Gärten sind überflutet. Vorgestern hatten wir schon mal einen Blick in die Bootshäfen in der Frohnergasse geschmissen. Heute ist das Wasser viel, viel höher. Können wir sehen, wie das Wasser kontinuierlich steigt. Wahrscheinlich muss dieses Insektenhotel auch noch evakuiert werden.